So, meine Freunde, und es geht schon weiter dieses Mal. Wir ziehen erst einmal die Waffe. Wir waren ja, wenn ich mich recht erinnere, irgendwo unten Richtung Hölle unterwegs. Und ja, da gehen wir auch wieder hin. Ja, da gehen wir auch wieder hin. Ach, Richtung Hölle unterwegs. Was laber ich denn für einen Schwachsinn? Ich muss noch schnell was umstellen. Ich bin gleich wieder da in einer Minute. Bis gleich. So, wie gesagt, jetzt bin ich wieder da. Weil wir... Ich muss ein bisschen die FPS hochschrauben. Hä? Da wollte ich doch her. Ah, nee. Da wollte ich noch nicht her. Wir holen uns jetzt erstmal ein bisschen Unterstützung. Etwas Unterstützung für uns holen wir uns. Hier ist eine Kerze. Erscheint, mein Wächter, erscheint. Ihr habt einmal versagt, aber ihr werdet niemals wieder versagen. Mein Wächter, mein unwürdiger Beschützer, werdet ihr mich erneut verlassen? Werdet ihr davonlaufen und euch verbergen, wenn eure Herrin in Gefahr ist? Wollt ihr euren wohlverdienten Fluch noch verlängern und niemals Ruhe finden? Nein! Nein! Nie! Schwört, dass ihr alles tun werdet, was in eurer Macht steht, um euren Schutzbefohlenen dieses Mal zu beschirmen. Dass ihr angesichts der Gefahr nicht davonlaufen werdet und, wenn nötig, euer Leben gebt. Nur dann werdet ihr endlich zur Ruhe kommen. Ich schwöre an. Von nun an habt ihr einen Beschützer. Mein ehemaliger Diener wird, solange ihr in den Katakomben verweilt, an eurer Seite kämpfen. Gut zu wissen. Sobald wir hier die Katakomben nicht verlassen, ist er weg. Dann stirbt er an Sonnenlicht. Deswegen bleiben wir in den Katakomben, solange wie es geht. Und gehen wir erstmal nach oben. Wollte sagen, warum treffe ich denn den nicht? Und wir schauen auch, dass wir ihn mit unserer Genesung, können wir ihn auch heilen. Und das würde ich sagen, das machen wir auch. Solange wir hier sind, haben wir ein bisschen Unterstützung. Und es ist immer nicht schlecht, wenn man etwas hat. Vor allem hier unten, wir sind noch nicht allzu die Stärksten. Okay. Schauen wir erstmal hierher. Gibt's hier was? Gibt's nur eine Vase? Wo ein Magietrank drin ist. Wo ich gerade sehe, können wir eigentlich auch gleich einsetzen. Ein bisschen Magie wäre nicht schlecht. So. Er ist halt nicht der Schnellste. Dauert ein bisschen, bis er hinterherkommt. Aber das können wir ihn doch mal verzeihen. Ich wollte jetzt die Handschuhe hier. Die mir er nicht aufheben will. Ja, jetzt. So, wir nehmen auch die Breitaxt hier mit. Ich weiß zwar, dass es nicht, Blutfresser ist. Aber es ist ein Haufen Geld. Es ist wirklich viel Geld, was man durch diese Äxte und alles, dazu kriegt. Und... dadurch, ja, haben wir mal wieder ein bisschen einen Geldschub. Meine Mietz! Friss grad den Griff von meinem Sideboard an. Ich hasse es. Die knabbert da die ganze Zeit rum. Das ist schon richtig angeknabbert. Mietz! Werf irgendwas, ist mir egal. Die weiß ganz genau, ich sag Mietz und sie hört auf. Die weiß, dass... Das habe ich schon gedacht, wir sind abgeschmiert. So, ab und zu hat es doch... So, wenn ich normal zock... Nichts. Hier, man sieht es. Einen kleinen Leck. Nicht nur einen kleinen Leck.
Oh, eine Vase, die verschlossen ist. Nicht nur einen kleinen Leck, sondern wirklich einen Mega-Leck. Aber nur, wenn ich aufnehme. Wenn ich jetzt nicht aufnehme, nicht. Kann mir das mal einer erklären, warum? Ich weiß es nämlich auch nicht. So. Hier hinten wird es heftig, wenn wir hierher gehen. Das weiß ich jetzt schon. Das sind wir noch zu schwach. Alter! Hör doch mal auf, hier rumzulecken. Hast du doch gestern auch nicht gemacht. Hier hinten möchte ich gerade noch gar nicht reingehen. Ein Level höher wäre nicht schlecht bis dahin, bis wir hier hinten reingehen. Hey, hey, hey. Hey. Hallo, hallo. Geht doch. So. Ich hätte vielleicht mal einen Rechner neu starten sollen, der läuft schon die ganze Nacht durch, weil gestern waren noch zwei Kollegen auf dem PS, habe ich mir gedacht, naja, lass ihn laufen. Jep, und wir haben unser Level. Und das setzen wir auf jeden Fall mal in die Gewandtheit ein. Dann können wir auch ein bisschen was einstecken. Und wir schauen mal, würde ich sagen, wir schauen mal hierher. Aber unser Leibwächter wird schon auf uns aufpassen, so. Wir haben schon ein paar Sachen gekriegt, die wir jetzt halt nicht schlecht werden. Identifizieren auf jeden Fall. Wie wunderbar. Schlösser öffnen. Herrlich. Händlerzunge weiß ich gar nicht, ob wir das nehmen. Im Normalfall würde ich es schon nehmen, aber... Weiß ich gerade nicht. Lassen wir den einen Punkt mal wieder stehen. Wenn wir jetzt hier runter gehen, hier ist Blutfresser. Hier unten ist Blutfresser, das weiß ich. Das geht noch nicht unbedingt gerade runter. Das wird schmerzhaft. Jetzt zumindest. Wir sind noch nicht unbedingt stark. Haben aber mal eine gute, eigentlich ganz gute Waffe. Das letzte Mal, wo ich selber gespielt habe, hatte ich das Problem, dass ich keine richtige Waffe hatte. Ganz mit so einem blöden Dorf, die ich einfach nichts Besseres gefunden hatte. Okay. Tränke haben halt auch nicht so viel. Dass ich jetzt sag, wir würden lange überleben. Hier rüber möchte ich gerade auch irgendwie noch nicht. Wir holen uns die Breitaxt. Gehen mal rum hier. Hier sind halt überall. Ich weiß halt, wo die Stärkeren gerade sind. Und ich weiß, dass es heftig wird, wenn ich da drüber stolper gerade. Das weiß ich. Ich kenne das Spiel. Das ist auch nicht Blutfresser hier, was mir geht. Hier. Das ist auch nicht Blutfresser. Das ist wirklich hier unten, wenn man die eine Platte öffnet und nach unten geht. Die liegen nämlich jedes Mal gleich. Mir kommt es gerade so, als ob ab und zu mein Mikro mal kurz ein bisschen rot wird. Egal, weil ich mach. Das ist auch nicht Blutfresser. So, das ist ein Vorschlaghammer. Jetzt müssen wir hier aufmachen, dann geht die Tür erst auf. Passiert? Deswegen müssen wir auch hier hinten rumlaufen. Und ja. Gibt es hier noch einen? Ja. Hier hinten ist es heftig, wenn wir hinlaufen würden. Hier rein. Viele Gegner und ein Beschwörer, wenn ich mich nicht täusche. Tränke haben wir nicht. Wir können es mal probieren. Wir probieren das auch mal. Wir probieren das mal. Wir speichern jetzt auch einmal. Und gehen auf Sichern. LP1. Zack. Haben gesichert. Gehen runter. Gehen mal hierher.
schauen, dass wir schnell ein paar Skelette wegschleppen. Bevor der kommt.